Mit unserer Fräsgerät-Komfortlinie M2 ist das Fräsen mit höchster Flexibilität ohne Fräsausfälle möglich. Hier werden drei Möglichkeiten aufgezeigt, wie ein Fräsvorgang unterbrochen und wieder fortgeführt werden kann. Befindet man sich gerade mitten in einem Fräsvorgang, aber ein dringender Auftrag muss erledigt werden, kann der aktuelle Vorgang gestoppt und ein neuer begonnen werden. Der Blankholder mit der bereits teilweise gefrästen Struktur kann aus dem Telescoper Orbit entnommen und für die neue Arbeit ein anderer Blank mit Blankholder eingesetzt werden. Nach der Fertigstellung dieser Arbeit kann der Blank mit der vorher teilweise gefrästen Struktur wieder im Mikrometerbereich im Telescoper Orbit repositioniert und der Fräsvorgang fortgesetzt werden. Das Fräsgerät M2 Dual Telescoper besitzt zwei separate Fräskammern, welche das Unterbrechen eines Fräsvorgangs für einen anderen, dringenden Auftrag noch einfacher gestalten. In der einen Kammer kann ein Fräsvorgang pausiert und in der anderen ein neuer gestartet werden. Sobald das Fräsen dieser Struktur beendet ist, fährt die Spindel automatisch in die Kammer zurück, in der der Fräsvorgang vorher unterbrochen wurde. Die Spindel positioniert sich an exakt gleicher Stelle und so kann die Struktur fertiggestellt werden. Erscheint beim Fräsgerät eine Fehlermeldung und der Fräsvorgang wird plötzlich abgebrochen, kann der Blank zusammen mit dem Blankholder entnommen und in ein anderes Fräsgerät mit Telescoper Orbit eingesetzt werden. Das Fräsgerät setzt daraufhin den Fräsvorgang an derselben Stelle fort, wo dieser zuvor unterbrochen wurde.